Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, der Frosch im Hals ist auch am Start. Und ja, heute schminken wir zusammen einen Easy Peasy Lemon Squeezy Look. So habt ihr es euch letztens mal gewünscht, als ich mal gefragt habe, welche Videothemen ich so behandeln soll. Und ja, mal gucken, ob das für euch dann auch Easy Peasy Lemon Squeezy rüberkommt. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen denke ich auch mal, dass es Easy Peasy wird. Ihr Lieben, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Eine Einfachheit, die ich euch auch einfach mit auf den Weg geben möchte, ich habe ein bisschen Sprachgammel, ist tatsächlich ein Primer. Wenn du halt wirklich nur feuchtigkeitsspendende Geschichten brauchst, brauchst du in dem Sinne nicht, wenn du ordentlich vorher deine Gesichtspflege durchgeführt hast und auch einen Lichtschutzfaktor verwendet hast. Habe ich jetzt nämlich drauf, ist auch eine Weile eingezogen, während ich hier auch so die Produkte zusammengesucht habe. Das heißt, ich kann jetzt auch direkt mit der Foundation starten. Und da kommen wir auch zum Kooperationspartner in diesem Video und das ist mal wieder freundlicherweise Typology und ich freue mich sehr, weil die Produkte habe ich hier, bis auf ein Produkt, das zeige ich euch, das ist nämlich eine mega krasse Neuheit. Aber erstmal starten wir hier mit dem getönten Serum. Ich habe das in der hellsten Farbe und wir haben bei Typology halt auch wirklich richtig gute Inhaltsstoffe. Du hast im Prinzip bei der dekorativen Kosmetik nämlich Pflege und Make-up in einem. Das ist halt echt so eine Sache für sich, was ich großartig finde. Und ich trage mir das einfach auf mein Gesicht auf. Das ist halt auch so ein Tipp, wenn es ein easy peasy Look sein soll, nicht unbedingt Produkte zu verwenden, die man noch nicht kennt. Ne? Also das ist halt auch immer so eine Sache, wodurch ein Make-up etwas schneller gelingt. Und tatsächlich ist es so, die Tools minimalistisch zu halten, in Anführungsstrichen. Also jetzt nicht super viele unterschiedliche Pinsel oder so zu verwenden. Ich mache das ja ganz gerne, wenn ich so ein Full-Face-Glam-Make-up mache, dass ich einen Pinsel verwende, ein Schwämmchen verwende und. Und jetzt verwende ich halt wirklich nur mein Puffelchen und also mein Schwämmchen, was ich vorher angefeuchtet habe, um die Foundation einzuarbeiten. So mache ich quasi zwei Schritte in einem. Und ich meine auch, dass zum Beispiel Melli von dem Kanal Mellow Flori das genauso macht, dass sie halt ihre Typology Foundation, sie hat jetzt ja auch mittlerweile mega cool eine Kooperation mit denen, dass sie das auch direkt mit dem Schwämmchen einarbeitet, geht definitiv schneller. Und bei dem getönten Serum haben wir Vitamin C mit dabei, was halt auch so ein bisschen Strahlkraft und Glow ins Gesicht gibt. Und Squalane, das ist ja so ein öliger Inhaltsstoff, der schützt die Haut und bewahrt sie vor Feuchtigkeitsverlust. Übrigens, wenn ihr möchtet, könnt ihr über meinen Link in der Infobox bestellen. Da bekommt ihr nämlich als Goodie mit dazu eine Körpercreme, die richtig cool ist. Das ist die 10 Inhaltsstoffe, ne? Die 10-1003. Und die kommt auch relativ reichhaltig erstmal raus, aber die zieht so schnell ein. Also das ist wie der Blitz, richtig cool. Und ihr bekommt die Bodylotion auch nur mit dazu, wenn ihr über den Link in der Infobox geht. Bei Typology selber haben wir die längste Inhaltsstoff-Blacklist auf dem Markt. Das habt ihr, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehört. Ne? Ist richtig abgefahren. Die haben eine mega hohe Konzentration an natürlich aktiven Inhaltsstoffen. Und das Ganze ist halt auch relativ nachhaltig gestaltet, sodass wir da vegane, tierversuchsfreie Produkte haben, recycelbare Verpackungen, nachhaltige Transportmittel und. Und das finde ich halt richtig, richtig unterstützenswert. Ne? Und das Ganze kommt aus Frankreich, das sind französische Rezepturen. Und ich finde einfach, dass es auch sehr, sehr gute Produkte sind. Und die haben jetzt auch was Neues auf den Markt gebracht, das muss ich aber noch testen. Diese Bronzing Drops, also ganz fresh, während ich das Video drehe, gibt es die noch gar nicht. Die sind wirklich brandneu. Die enthalten Vitamin E, 2% und Aprikosenextrakt. Und das sind halt diese Bronzing Drops. Und ich glaube, dass viele auch darauf gewartet haben, dass das bei Typology rauskommt. Ne? Denn wir haben ja auch schon die Blush-Möglichkeit und so weiter. Wir haben jetzt hier auch den Concealer am Start. Also den pflegenden Concealer, den ich natürlich auch in der Farbe 1 fair habe. Ne? Da bin ich halt wirklich die absolute Blassnase. Und da sind die jetzt mit einem Bronzer gekommen oder mit Bronzing Drops. Und das finde ich mega cool. Und das ist halt auch wirklich, wirklich Pflege und Concealer in einem. Das finde ich so, so toll. Du hast, also du siehst es auch direkt, ne? Das Koffein macht halt diese Wachheit und Niacinamide pflegen auch hier so ein bisschen die Augenpartie, dass das Ganze aufgehellt wird, ne? Also halt auch nicht nur optisch, sondern auch vom Pflegeaspekt her. Und das ist echt abgefahren. Lässt sich so schön verblenden und das gibt halt wirklich auch dieses frische Gefühl und das mag ich sehr, sehr gerne. Man kann den auch verwenden, um sich so ein paar Rötungen oder so abzudecken. Da gebe ich mir das einfach hier direkt mal so drauf. Gut, ja, die Base sitzt auf jeden Fall und das ging halt auch relativ easy. Und jetzt verwende ich hier dieses Lippenöl. Das gibt es in unterschiedlichen Farbnuancen. Das ist jetzt einfach nur das ungetönte.
kommt einfach mit so einem Applikator. Und das pflegt richtig toll die Lippen. Oh, mit Vitamin E, was ist da noch bei? Squalane, klar. Mega. Wie gesagt, schaut super gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch den Link zu Typology reingesetzt. Da bekommt ihr diese wirklich großartige Bodylotion mit dazu. Und jetzt machen wir weiter mit den pudrigen Texturen in meinem Gesicht. Denn so würde jedes Haar in meinem Gesicht sehr wahrscheinlich auch gerne sich daran festsetzen wollen. Ich weiß, dass es zwei Schritte sind, aber ich verwende halt zwei Puder, wenn ich mein Gesicht halt abpuder. Unter meinen Augen verwende ich mit meinem Schwämmchen, was ich etwas angefeuchtet habe, eben ja auch schon, ne? Ein loses Puder. Das kann man entweder mit einem Schwämmchen oder mit einem Puffelding machen. Und ne, bislang habe ich ja nur das eine Tool hier in Anwendung. Damit gehe ich einfach um meine Augen drumherum und an so kritischen Stellen, wo sich gegebenenfalls irgendwas im Laufe der Zeit absetzen könnte, wenn es blöd läuft. Und für mein komplettes Gesicht verwende ich hier ein Produkt aus meinem Project Pen. Das ist hier mein Puder von Too Faced. Da suche ich mir jetzt auch einen Pinsel raus, den ich nachher auch für Blush, Bronzer und Highlighter mitverwenden kann. Denn es geht ja nicht nur darum, dass es easy peasy sein soll, jetzt im Auftrag an sich, sondern auch später, wenn ich das Ganze wieder reinigen muss. Ne? Denn meine Pinsel und meine Tools reinige ich immer an dem Morgen, nachdem ich mich geschminkt habe. Und wenn ich da jetzt irgendwie 20 Pinsel sauber machen müsste, würde ich die Pimpernellen kriegen. Übrigens muss ich die Foundation ja offensichtlich nicht den Hals runterblenden, weil der Farbton perfekt zu meiner Hautfarbe passt. Auch das so ein kleiner Gamechanger, der das Ganze etwas Speedy Gonzales-mäßig schneller machen kann mit dem Schminky. Als Bronzer habe ich hier von Hartice Schmidt Labs den Bronzer in der Farbe Fair. Ich glaube so ein, zwei Monate noch, dann kann ich meinen in der Farbe Light wieder verwenden. Aber Fair ist halt so richtig meine Winter, Anfang Frühling Farbe, ne? Weil da halt mein Gesicht super weiß ist. Und auch das easy peasy lässt sich schnell generell verblenden. Das wird nicht fleckig und deswegen finde ich den halt sehr angenehm. Und du kannst halt hier auch nicht viel verkehrt machen, ne? Das ist schwierig, glaube ich, den generell überzudosieren. Und dann hier auch so ein Glowy Poey Produkt von Nabla Skin Glazing in der Farbe Lola. Das dürftet ihr, glaube ich, auch bei Purish in meiner, auf meiner Collection-Site finden. Da habe ich auch die ganzen Nabla Skin Glazing Produkte drauf. Da könnt ihr aktuell auch mit Claudies Welt 15% Rabatt bekommen. Auch das ein wunderschöner Blush, der sich schön verblenden lässt. Und wo man halt, also ich, ne, nicht gar nicht so groß drüber nachdenken muss, weil das halt irgendwie immer ganz gut funktioniert. Sich dem Gesicht sehr schön anschmiegt und einfach passt. Wenn man es ganz leicht haben will, kann man sich natürlich auch eine komplette Face-Palette nehmen und die dann später als Lidschatten auch verwenden. Aber nö, das ist ja zu einfach. Dann habe ich hier von Revolution ein Oldie but Goldie Highlighter in der Farbe Just My Type. Den habe ich einfach schon seit Jahren und weiß, dass ich den immer wieder toll finde. Deswegen drauf damit, ne? Wunderschön. Auch den kann man super verwenden. Um den halt auch in einem Lidschattenlook mit zu integrieren. Ich glaube, da kann ich sogar den großen Pinsel nehmen. Nice. Ne? Mag ich sehr gerne. Die Augenbrauen mache ich mir dann auch relativ simpel. Da habe ich auch aktuell so ne, Produkte in Anwendung, die ich einfach jetzt so verwende. Was war das für eine Aussage? Ich weiß es nicht. Von Yves Rocher in der Farbe Blond. Ne? Also da weiß ich halt einfach, dass das auch schnell funktionieren kann. Wenn ich mich nicht verleiten lasse und auf einmal mir irgendwie eine Insta-Brow mache, manchmal habe ich ja so ein Haschmich. Also im Prinzip ist der große Tipp dabei, bekannte Produkte zu verwenden und oder keine zickigen Produkte. Manchmal hat man das ja, dass man so Produkte hat, da muss man sich erstmal ein bisschen mit anfreunden, ein bisschen mit reinfuchsen und so. Also wenn es schnell gehen muss, versuche ich solche Produkte dann eher zu vermeiden, weil mich das ansonsten aus dem Zeitplan bringt. Das will ich nicht, genau. Da habe ich jetzt einfach nur ganz entspannt meine Augenbrauen nachgezogen, da jetzt kein großes Tralafitti oder so gemacht. Und fixiert werden die mit dem Catrice Superglue. Den finde ich einfach richtig toll. Und der fixiert die Augenbrauen halt extrem. Ne? Also für mich ist es ein ganz, ganz tolles Produkt, weil ich durch das Augenbrauen-Serum, was ich ja aktuell verwende, das ist das Lash Lamp von Özlem, halt mittlerweile auch relativ lange Augenbrauenhärchen habe. Und die müssen halt wirklich in Form gebracht werden, ansonsten sehe ich ein bisschen waldschratmäßig aus damit.
Ich will es mir aber wirklich nicht nehmen lassen, trotzdem eine Lidschattenpalette zu verwenden. Da ist jetzt aber meine sichere Base, dass ich quasi so einen Signature-Look mache oder halt das, was ich immer so verwende. Und da auch kein großes Tralafitti oder so. Da habe ich jetzt von Odens Eye die Merry Christmas Palette in der Variante Merry Christmas. Genau. Ja, die ist bunt. Ich weiß, das schreit jetzt nicht unbedingt nach einem Easy-Peasy-Look. Ihr wisst das. Aber ihr wisst auch, wenn ihr mich schon länger schaut vielleicht, dass ich halt mega auf Grün abfahre. Das habe ich hier drin. Und damit kann ich leicht arbeiten und das ist halt eine mega geile Formulierung, ne? Deswegen wird es jetzt ein bisschen grün. Aber halt jetzt auch nicht mega abgefahren, ne? Da starte ich hier mit dem Best Wishes. Das ist so ein richtig schönes, helles Apfelgrüntönchen. Vielleicht am Auge noch ein bisschen hier mit dem Finger drüber gehen. Und dann eskalieren wir mal ein bisschen. Und da bietet es sich halt an, wirklich die Paletten oder die Formulierung auch zu verwenden, die man so kennt, weil man dann einfacher damit arbeiten kann und dann halt auch wirklich genau das so machen kann, was man vielleicht schon ein paar Mal öfter gemacht hat. Ich verwende jetzt hier New Leaf, das ist so ein Petrol. Den setze ich mir außen an und auch direkt am unteren Wimpernkranz. Das ist jetzt ein absolut optionaler Schritt. Ich verwende halt immer, weil das immer in meiner Routine mit drin ist, den NYX Glitter Glue. Den muss man aber nicht verwenden, ne? Sarah Isabelle hat mir gesagt, dass man den ganz einfach mit dem Finger auftragen kann. Also einfach so ein kleines Wupp und dann mit dem Finger verteilen. Darauf gebe ich mir hier den Elf Wish, natürlich. Der ist so super cremig. Der würde sicherlich auch ohne den NYX Glitter Glue halten, aber ich will es halt intensiv, ich will es richtig kapitjes, auch wenn es einfach geht, ne? Und der ist ein bisschen Duochrome, das ist wunderschön. Dann setze ich mir hier einfach den Highlighter als Innenwinkel-Highlight auch mit rein. Und hätte meine Mama mich nicht zwischenzeitlich angerufen, wäre das ein Look gewesen, der in paar Minuten fertig ist, ne? Also keine Ahnung, wenn überhaupt 5 Minuten. Finde ich wundervoll. Und jetzt kommt ein Eyeliner, einfach weil ich immer Eyeliner verwende. Das ist der Basic Bitch von Banana Beauty. Finde ich gut. Den habe ich jetzt auch schon in regelmäßiger Anwendung, sodass ich den halt auch gut einschätzen kann. Und dank Typology sieht meine Base einfach so unglaublich wundervoll aus. Also bin ich sehr, sehr happy drüber. Deswegen, da, wenn man halt die richtigen Produkte verwendet, die halt für einen auch sehr gut geeignet sind, dann fühlt man sich auch einfach wohler und dann funktioniert alles auch deutlich schneller. Ich fixiere das Ganze hier mit Anastasia Beverly Hills, was ich aktuell auch in Anwendung habe, dieses Duo Set. Auf meine Wimpernzange möchte ich definitiv nicht verzichten. Die macht einfach alles so viel einfacher. Und das ist halt die Sache, wenn man auch wirklich so einen Duochrome-Lidschatten verwendet, sieht es schnell nach so viel mehr aus, als dass man eigentlich ja an Aufwand reinstecken musste, ne? Und abgerundet wird dieser Augenlook jetzt mit der Huda Beauty One Coat Wow Mascara. Die vergesse ich immer wieder, wenn ihr mich fragt, was meine liebste Mascara ist. Denn die gehört definitiv auch mit dazu. Ist letztes Jahr ja rausgekommen mit diesem fantastischen Gummibürstchen. Und damit macht es wirklich wow. Hier habe ich jetzt einmal ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich habe zugegebenermaßen etwas übertrieben und für die ein oder andere könnte es so sein, dass es dann doch etwas zu krasse Fliegenbeine geworden sind, aber irgendwie fühle ich es gerade tatsächlich. Und ja, somit habe ich persönlich meinen Augenlook für mich sehr, sehr nice finalisiert und fühle mich damit auch gerade sehr frisch, fröhlich und zufrieden und wohl vor allem. Die Haare lasse ich jetzt erstmal zusammen. Finde ich eigentlich auch soweit so gut. Ja, man könnte jetzt natürlich auch noch ein bisschen die Lippen etwas farbig gestalten, wenn man es leicht haben will, zum Beispiel einfach, weil ich habe das Lippenöl ja quasi noch drauf. Das wirkt auch noch und das lasse ich auch drauf. Da verwende ich jetzt hier aus meinem Project Pen meinen Lip Liner von M. Asam in der Farbe Holiday Crush. Die gebe ich da einfach so drüber. Der hat nämlich auch so einen leichten Glow. Aber jetzt nicht so super präzise, ne? Das ist einfach nur, damit die Lippen sich etwas mehr vielleicht
vom restlichen Gericht absetzen, aber jetzt nicht super auffällig sind. Man könnte jetzt auch ein Easy Peasy Gloss oder so nehmen, aber tatsächlich habe ich ja schon dieses Pflegende durch das Typology Lippenöl. Das würde ich auch so lassen und ich finde, das passt auch sehr schön, ne? Dass ich halt diese Bam in Your Face Augen habe, dieses knallige Kleid, ein leichter Lippenmoment am Start und dann vielleicht noch ein leichter Duft hier von Kajali, das Pistachio. Sehr, sehr angenehm. Der ist nämlich auch so leicht. Man kann natürlich auch schwerere Düfte nehmen. Und das wäre jetzt tatsächlich auch ein Look, den ich, wenn ich jetzt nicht vor der Kamera sitzen würde und zwischendurch mit meiner Mom telefonieren würde, so in 15 bis 20 Minuten schminken würde. Easy peasy, das wird locker funktionieren, weil das halt einfach, ne, Produkte sind, die ich kenne. Es sind Techniken, die ich kenne, Texturen, die ich kenne, Farbkonstellationen, die ich kenne. Und alle Produkte für sich geben halt auch viel her, ohne dass man viel dafür investieren muss an Einsatz, an Aufwand. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr praktisch. Da auf jeden Fall nochmal ein großer Hinweis in der Infobox verlinkt, Typology. Leute, es lohnt sich definitiv und der Hype ist auch real. Also das ist definitiv eine Marke, die man sich anschauen sollte. Und ja, genau, da einfach auch jetzt gerade, weiß ich nicht, geht ganzjährig, aber jetzt auch im Sommer hat man, glaube ich, relativ wenig Bock, sich viel zu schminken. Geht mir persönlich so. Ich mag das lieber, dass ich halt eher so im Winter sehr, sehr viel Zeit und alles ausgefallener mache. Und im Sommer versuche ich dann vielleicht doch mal einen Moment mehr im Garten zu verbringen oder so. Und so spart man sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit, weil das sind Produkte, die sind zuverlässig, die werden auch über den Tag gut halten und gleichzeitig pflegen sie die Haut. Ich mag es einfach irre gerne. Also wie gesagt, in der Infobox der Link zu Typology, da bekommt ihr auch diese wunderschöne Bodylotion ab einem gewissen Bestellwert. Ich weiß gerade nicht, wie hoch der ist, für Umme mit dazu und das finde ich mega cool. Sehr, 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 sehr empfehlenswerte Produkte. Eine großartige Marke, gerade was, also für mich persönlich, die dekorative Kosmetiklinie auch so angeht, da habe ich echt Spaß mit. Ihr Lieben, das wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!